cool, du hast Geländer fertiggestellt. Oh yeah, Alter, genau so halt, so wollte ich das. So, und dann, warte, ich habe gerade noch eine Idee. Hier oben brauchen wir auch Licht. Und an den Dingern kann man sich nicht wehtun. Würde ich einfach hier außen jeweils an der Außenseite zwei von den Lampen aufbauen. Na? Unser Baumarkt sieht extrem gut aus von beiden. So, dann brauchen wir jetzt noch 14 Sticks. Aber ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit zu pennen. Und vor allem auch zum Speichern. Oh, die Aussicht hier, Alter. Hammer, oder? Grandios. Ich dachte schon, du hast mich angeguckt. Bitte dich. Ich hab gesagt, sieht grandios aus. Nicht überwältigend. Ja. So, dann speichere ich nochmal. Und er hat natürlich wieder Hunger. Aber ich glaube, auf dem Drying Rack können die Fische nicht verderben, kann es sein? Ich weiß es nicht, ich habe gerade was gegessen. So, ich werde mir jetzt mal einen Fisch braten. Es ist egal, was ich esse. Mein Hunger wird nicht doch jetzt. Es war ein Lag. Ich mache mir jetzt Feuer und dann gibt's einen Fisch. Nö, schon fertig? Okay, essen. Der Fisch macht's irgendwie. Müsst ihr jetzt 10 Fische essen oder was? Nee, weiß nicht, irgendwie geht's gerade im Spiel ein Lag, wenn du nicht satt geworden bist. Ja, weil der direkt fertig ist, der Fisch. Ja, wie gesagt, Lag. Egal. Ah, Dried Edible Fish, eat. Eat. Nicht hauen, essen. Ah, mit Rechtsklick kann man den dann essen. Der braucht nur länger, bis er fertig ist. Da muss dann einfach dran. What the? Muss dann dran stehen, dass er essbar ist. Ich verstehe. Oh, ich sehe die Einweihung für unser Krematorium. So, dann nehmen wir nochmal den Speer, weil jetzt wird gepokt. Komm her. Wie sind das? Zwei. Aua. Stop touching me. Oh, ich höre hier gerade AKs. Oh ja, der springt uns gerade mal entgegen. Ja, beide tot. Ich heb den jetzt auf und trag den jetzt überall hin mit, damit ich Sticks holen kann. Ja, damit der nicht despawnen kann. Ich töte das AK mal. Hab ich doch gerade gesagt. Boah, die sind richtig eklig. Ich bin eigentlich schon hart im Nehmen, was so Horror und so Zeug betrifft, aber das ist einfach nur Kotzreiz. Nicht mal auf zwei Beinen, weil die haben ja nicht mal zwei Beine. Doch, drei Stumpfe. Ja, genau. Das ergibt anderthalb Beine. Ach so, okay. Gut zu wissen. Wo ist denn der andere Dude? Ich trag den hier rum. Ach so, der liegt irgendwo da oben auf dem Ding. Warte, ich komme eh nochmal hoch. Hier sind nochmal Ticks. Wie viele hast du? 10. Ah, cool. Ich hab ihn. Ich hab auch 10. Den Rest. Viel zu wenig! Hä? Du hast 10, ich hab 10. Ja, ach so. Ach, Mann, wie viel ist es? It's fucking Friday. Hinter mir schreit was, aua. Bitte nicht hauen. Ah, dammit. Oh, warte, ich komm. Nimm die Axt in die Hand. Oh Gott, es sind 3 Stück wieder. 4. Was denn? Wir wollen euch alle braten. Kommt her. Oh shit. Jetzt ist schon alles zu spät. Medizin. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ich habe gerade auch Medizin genommen. Jetzt muss ich warten, bis Ausdauer regeneriert. Hinter dir. Achtung. What the? Oh, er hat mich runtergeschmissen. Lebst du noch? Ja, gerade so. Weil ich auf der Kante gelandet bin. So, ich hab nichts zu essen. Der ist auch weg. Komm rein, komm rein. Komm. Nein, geht nicht.
aber komplett außen rumlaufen. Egal, passt. Ich schlag mich hier durch. Das Fall halt um. Ich höre da übrigens noch ein AK. Ja, ich auch. Komm her. Tussi. Komm her. So, die hat's auch hinter sich. Oh, jetzt, weißt du, meine ganzen schönen Münzen, jetzt wo ich drüber nachdenke. Meine ganzen Münzen und Uhren und so, alles weg. Kann ich dir zur Not auch geben. Nein, ist okay. Weil wir wollen wir eh nochmal eine Tour machen, weil Katana. So, Medizin. Katana! Ist zwar kein Zombie-Spiel, aber Katana ist immer gut. Ach komm, 2 Dudes reichen für die Einreichung, für die Einweihung. Für die Einräucherung. Ja. So, wichtig ist aber, dass wir die nicht gleich da reintragen. Ich mach Feuer gleich an, du kannst gleich hochgehen. Wo muss ich denn jetzt hier noch 6 Sticks hinpacken? Oben die Lampen. Achso. The Lamps. Und Test. Perfekt. Alter, ich lasse ich will auch ein. Ja, natürlich, hallo. Du die auch noch. Ich guck mal, ob die anderen noch da sind. Knochen. Ist das geil. Knochen. Wie ist, wenn dein Plan funktioniert? Ja, genau. Da kommt noch einer angeheizt. Ja, ich nehme deinen Dude jetzt mit und ich werde ihn verbrennen. Du kannst mir gerne folgen. Das Gute ist, da drin gibt es dann Knochen ohne Ende. Und Schädel. Und hast du nicht gesehen. Also wenn das mal nicht ein Krematorium Deluxe ist. Boah, bei Nacht sieht es bestimmt voll gut aus. Mit dem Lichtschein. Tot? Cool. Irgendwo war hier noch einer, ich guck grad mal. Weiter oh, hier liegen sogar, auf dem Berg, da müssten noch 2 liegen. Hier liegen noch 2. Ich leg den mal in den Türeingang, wir machen so eine kleine Kette. Ja. So, bitteschön. Ihr könnt uns gerne angreifen, ihr werdet alle brennen. Das ist Ding geil. Lass uns mal zusammen einen reinwerfen. Passt, du holst ja gerade den anderen noch, oder? Ja. Ich hab den aus der Tür genommen, ne? Ja, ich hab den anderen geholt. Von beiden Seiten synchron. Einer von rechts, einer von links. Warte. 1, 2, 3. Oh, wie geil das wäre, wenn man da jetzt zu 8 oben stehen würde. Jeder einen auf dem Rücken. So, und jetzt holen wir erstmal Knochen. Oh, Bone Armor. Wir können uns komplett mit Bone Armor. Alter, das ist mein Gedanke. Einmal ausrüsten mit Bone. Hier liegt ein Möwenkopf mittendrin. Oh, wie viele Bones kann man eigentlich nochmal tragen? Ich weiß gar nicht mehr. 10. Jetzt schmeiß diesen blöden Kopf weg. Warum ist dann. Siehst du deswegen dich dann. Hast gesehen, da ist ein Vogel reingeflogen. Der ist vor dir verbrannt. Oh Gott. So, 12 Bones habe ich. Ich bin da nicht stolz drauf. 4, 5, 6. Warum können wir hier ein R drücken auf. Hab ich den jetzt auseinandergegeben? 1, 2, 3. Was war das nochmal? 6 Knochen, 3x Cloth. Okay, das war's schon. Ah, jetzt habe ich wieder den Möwenkopf eingesammelt. Weg. Wieso können wir hier R drücken? Achso, R wegen dem Fleisch, alles klar. Mein Fleisch ist aber Spoil. Super. Ah. Aber die Armor ziehe ich noch nicht an. Du kannst nur 2 mittragen, ne? Ja, deswegen, ich hab 3x gecraftet, deswegen habe ich es gleich angezogen. So. Ich kann nur 2x craften, weil ich mehr Knochen hatte ich nicht. Wir brauchen mehr Dudes zum Verbrennen. Nee, das passt ja, das ist sehr geil. Warte mal. Die Kacke will ich hier nicht haben im Lager. Warum stehen die Dinger hier? Die kommen hier doch gar nicht rein, um was aufzubauen.
Ja, die standen bei mir voll auch. Uncool. Ich sehe deine jetzt nicht, aber. So. So, hier wollten wir das Hochhaus hinbauen, oder? Ja. Ich sag schon Hochhaus. Das könnte implizieren, dass wir 20 Stockwerke bauen. Ja, ich wäre auf zwei. Zwei, ja. Und eine Waffenkammer rein auf jeden Fall. Aber die, ich finde es so geil, dass es diese Foundation gibt. Weil dann kann man nämlich schön gerade bauen und muss nicht irgendwie krumm am Hang bauen. So, Grundfläche, so wie das Trophäenhaus. Ungefähr, oder? Auf die Höhe meinst du? Ne, Grundfläche. Ach, Größe? Ja, das ist okay. Tiefe mal Breite und so. So. Keine Ahnung, ob das gut ist. So, oder? Ah, warte. Ich komm kurz mit dem Moped. Ah, ich hole auch gleich ein Moped. Warte, nur 26? Ja, wird der eh zweistöckig. Da werden wir noch ordentlich was reinhauen müssen. Jetzt, wo wir viel Holz haben, kommt ja nur 26. Und die Treppe würde ich dann da, wo du gerade bist, rechts dran machen. Ist das für Triebwand, dass hier ein Weg lang geht? Ja, wir können ja Kurven bauen. Oh, warte mal. Die Treppe machen das wir hier hin. Ich finde es ein bisschen schief. Aber die Aussicht, warte mal, nee, das passt, das ist okay so. Okay. Die Treppe würde ich dann hier hin machen, wo ich jetzt gerade stehe. Ja, klar. Damit das alles nicht so aussieht, als hätten wir das schön in Reihe gebaut. Sondern so ein bisschen Dorf-Random-Flair. Ah, da hast du einen schnelleren Griff gehabt als ich. Es geht so schnell. So, Moped. Nehme ich gleich eins mit. Ach, ich glaube, okay. Das ist egal. Und füll das gleich wieder. Ach ja, na klar, siehst du. Geht schneller. Weil rüberlaufen anstrengend. Und dauert länger. Oh, da hatte ich gerade ein Lag drin. Schon fertig? Ich fühle mich gerade wie in die Siedler, weißt du? So einfach so ein. Ja, nur dass man es nicht von oben sieht. Einfach nur am Hin und Her gehen und Zeug sammeln. Ich finde es aber irgendwie cool, weil zwischendrin gibt es auch Schnetzelpassagen. Sieht es gut aus? Ja, wunderbar. Ich würde auch nicht überall Fenster reinbauen. So. Doch, kannst du. Bau mal überall Fenster raus, weil ich will immer rausgucken. Ich muss erstmal Wände ziehen, ja? Ganz ruhig. So, hier kommt eine Tür rein. Von innen abschließbar, so wie immer. Willst du überall rausgucken können? Ja, das passt schon. Ich glaube, das ist ein bisschen zu klein, um eine Treppe... Nee. Meinst du nicht? Believe me. I'm a professional. Hoffe ich. Doch, das funktioniert. 100 Pro. Hast du die gerade von Hand geholt? Ja, das waren die letzten zwei, die in den Logstash lagen. Ach, die Kacke, okay. Während das Logslet voll war. Okay. Ich wollte jetzt nicht irgendwie zweimal hinterher. Also ich muss zweimal hinterher rausholen. Okay. Ich hatte schon Panik, aber das heißt, meine Panik ist bestätigt, wir haben kein Holz mehr. Wie viel hast du denn da? Keine Ahnung. Das reicht fürs Haus noch? Theoretisch, nein, ja, nicht nein. Ganz. Nein, nicht ganz. So, geht die Tür diesmal? Ja, für mich geht sie diesmal, für dich nicht. Haha. Ja, komm schon. Ich glaube, das liegt an Randomness. Ja. Oh, wobei, einfach reinsprinten, vielleicht geht's bei dir. Oh. Ja, geht. Oder? Ja, das. Oh, echt, Alter, 6. Ich bringe ein Moped mit. Ich wollte eh noch ein paar Sticks mitnehmen und gleich.
Und wir brauchen sowieso Holz ohne Ende jetzt, weil wir wollen ja zweites Stockwerk, wir wollen nochmal eine Treppe, wir brauchen oben nochmal eine Wand und wir brauchen ein Dach. Also Minimum 120 Holz. Das wird zu viel, glaube ich. Wäre gut. 80 bis 100. Aber 80 bis 100 dürfte nicht unrealistisch sein. Warum habe ich eigentlich die Angewohnheit, immer das Tor zuzumachen? Na, das ist okay. Ist so, wie so dieser menschliche Instinkt inzwischen. Weil die Haustür lässt man auch nicht offen, wenn man zur Arbeit geht. Oder die Autotür, während man einkaufen geht. Und wir haben ja keine Säcke vor der Tür. Da dein Inventar sowieso leer ist, komm mal mit. Da du eh zu dumm bist, oder deine Speicherstände ordentlich zu verwalten. Nee, Moment. Nein, passt Moment. Schon. Wusste, ja. Nee, hier unten. Ich dachte, hier gibt's vielleicht noch was du brauchen kannst. Sowas wie den Old Pot. Denk dran, good, nicht, nicht rauchbar. Ja, wir müssen eh nochmal nachher zur Yacht, wenn es da die Taucherzeug-Ausrüstung gibt. Achso, ja, es gibt ja nicht die ganze Ausrüstung, es gibt leider nur den. Ja, aber ich brauche sie. Habe ich bei dir irgendwas in der Hand? Ich sehe gerade, mein Charakter hat nichts in der Hand. Nee, das passiert manchmal. Schön. Manchmal, warum gibt es die Funktion nicht einfach so? Weil das wäre voll geil. Ich würde auch gerne mal mit Hände in der Tasche rumlaufen. Ja, wenn ich einen Lockslack geschoben habe, habe ich dann nur noch diese Flugzeugachse in der Hand gehabt. Ja, weil das die Default-Waffe ist. Ich tue mal so, als würde ich hier mitarbeiten. Du bist viel effektiver und schneller. Aber dann komme ich mir nicht so useless vor. Bei mir kippt er leicht nach links, obwohl ich auf die Base gucke. Meiner ist vorhin vom Stamm weggesprungen, hat sich in der Luft 4-5 Mal um die eigene Achse gedreht und ist dann zerplatzt. What the? Okay. Ja. Okay. Eigentlich müsste ich für sowas eigentlich auch ein Dings mitlaufen zu haben, damit du sowas reinschneiden kannst. oder du machst einfach einen YouTube-Channel auf. Dann kann man es aus zwei Perspektiven sehen. Und, ja. Und wenn du jetzt behaupten willst, du hast kein Aufnahmetool, dann muss ich dich korrigieren. Ich nehme auch mit OBS auf. Apropos, ja, falls es jemand überhaupt mal wissen wollte. OBS ist eine sehr gute. Hätte ich gar nicht erwartet, weil ich dachte, das kann zwar gut streamen, aber aufnehmen dachte ich, kann es nicht. Man muss nur in den Einstellungen gleich am Anfang gucken, dass man das auch einstellt, dass die Qualität entsprechend hoch ist. Weil per Default nimmt der in ziemlich schlechter Qualität auf. 460p. Nee, aber ziemlich bekackte Frames. Der macht dann so komische Pixel ins Bild, wenn er sich bewegt. Also ich glaube, ich bin jetzt beim fünften Baum, den ich fälle. Und ich habe noch nicht einmal ausschnaufen müssen. Okay, ich hab's verstanden. Ich werde keine Bäume mehr fällen. Ich bin useless. Nein, Mann, aber das ist von der Effektivität zum Fällen. Also wir müssen ja, definitiv das zweite Mal noch holen. Dann bin ich der Steinmetz. Alles cool. So. Wasser wird wieder aufgefüllt. Also die Mopeds müssten voll werden. Müssten voll werden? Du musst noch zweimal hin und her laufen, dass du alles rausnimmst. Da. Dann machen wir so einen und räumen wir gleich aus. Ja, wobei, ich baue dann gleich den Boden ein. Ich komme dann immer mit, das geht schneller. Weil dann kann man zwei Slats auf einmal mitnehmen. Und da muss nicht immer einer hin und her laufen. Ist irgendwie besser. So, whoop. Jawohl. Na cool, wir passen jetzt sogar nebeneinander durch. Ich tue mal den leeren Locksled einfach einmal auf die Seite. Ist schon fertig? Ah ne, vier Stück noch. Ich hab die zwei. Und flupp. Buch. Es geht ja richtig ab heute. Zack. Die Scheiße will ich sehen. Ja, deswegen wollte ich nämlich keine nicht überall Fenster drin haben, weil wenn du jetzt hier links die Treppe hinlaufst, egal. Ist das Fenster einfach sinnlos. Ja, wir können das Loch gucken, dass wir es mittig hinkriegen und die Treppe einfach auch so in dem Stil anbauen. Was? Du hast Tor nicht zugemacht, guck mal. Du machst mal einmal das Tor nicht zu. Aua, nicht hauen. Illegaler Besuch hier. Der hat kein Visum.
Das wird nicht wie Sand passiert. Genau. Mach mal das. Ui. Ja, sorry, mach mal das Tor zu. Super, jetzt bin ich extra hochgelaufen, um festzustellen, unten ist nicht mehr Feuer an. Egal, dann zünde ich das Feuer jetzt an. Während der Dude schon drin liegt. So, bam, in your face. Okay, er brennt. Gibt wieder ein bisschen Bone Armor. Coneflowers. Ich bring den letzten. Ich will auch was tun. So. Jetzt kommt das Spannende. Kann ich weit genug zurücklaufen, um das Loch hier drin zu setzen? Ah ja, das geht. Gut. Und zwar... Ah, so. Doch, das müsste gehen. Man muss nur aufpassen, dass die Treppe noch genug Spannweite hat. Doch, das geht. Kriegen wir hin. Muss nur... Boah, das Justieren ist gar nicht so easy mit dem Ding. So. Jetzt die Treppe. Boah, das sieht man kaum. Nein, ich kann nicht weit genug. Ah, doch. Wow. Wow. Dachte schon. Can't carry any skulls. Na, die Treppe könnte bescheuert werden zum Hochlaufen. Gucken wir mal. Genau das meinte ich mit, könnte zu kurz sein. Naja, das nicht unbedingt. Das nicht unbedingt. Ich guck mal, ob man dann noch mehr Loch ranmachen kann. Nee, das doch, sollte... geht. Cool. Ich kann den Ausschnitt einfach größer machen. So. Sonst stoßen wir mit dem Kopf an. Beim Hochlaufen, und das will man ja nicht. Wollen wir schon wieder schlafen? Ich weiß gar nicht, haben wir vorhin gepennt oder nicht? Nee, haben wir nicht. Wir haben die Nacht durchgemacht wegen Steinesonnen. Ah, also okay. Müssten wir theoretisch... Dann können wir jetzt... Nope, geht nicht. Wow! Alter! Mit der Tür weggetreten. Wie lange noch? Nicht mehr allzu lang, aber ich speichere nochmal. Ich will jetzt aber nicht rausgehen und Holz machen. Doch nicht bei Nacht. Ah ja, der feine Herr. Musste mich etwas ausruhen. Ich guck mal, ob ich das Feuerding hier kaputt machen kann. Weil ich finde es echt blöd, das große Ding. Ich finde es schön aus, hat was, aber mach's ruhig kaputt. Wir können ja auch kleines Feuer reinmachen. Ich finde es zu hoch. Es wäre geiler, wenn das nicht so ein extrem großes Pit wäre. Aber wahrscheinlich fliegt es jetzt gleich weg, weil du gekommen bist. Und ich bin erschöpft. Da passiert gar nichts. Das kann man auch nicht reparieren, das ist voll dämlich. Ja, dann lass es. Kann es nicht ausbrennen und wegbrennen? Nee. Nein, das haben wir ja schon versucht. So, jetzt wo sind meine Knochen eigentlich? Oder hast du die eingesammelt? Ja, ich eingesammelt, weil okay. Ich wollte mir auch eine Alles Armor bauen. Jetzt habe ich dreimal Armor am Start. Ich nicht, der eine hat mir eine Rüstung wieder runtergehauen. Aber egal, passt. Ach komm. Mist mal an hier. Nein, geh weg. Ich bin gerade schon dabei. Bei mir ist nämlich gerade kalt. Ah, sitzen, sorry. Du siehst übrigens wieder aus wie der Pädophile. What the fuck? Dreh dich mal um. Sonst war ich der coole Schwarze und dann sterbe ich, ey. Guck mir mal an, ob du... Dass du mich runtergeschubst hast. Nein, hab ich nicht. Ich hab mich nicht bewegt. Ich hab mich nicht bewegt. Was denn? Ich wollte gucken, ob du einen Helm anhast, aber nee, hast du noch nicht. Das kommt wahrscheinlich ganz zum Schluss dann. Nee, also du hattest... Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch nur random. Ich weiß nicht, das kommt wirklich zum Schluss. Du hast voll die coolen Schuhe an, Alter. Alter, und ich bin der Hipste. Moment. Ich würde ja die Marke nennen, aber ich werde dafür nicht bezahlt. Also werde ich die Marke nicht nennen, die ich gerne trage. Schuhe halt. Weil da könnte Ken Block mir auch einfach Geld überweisen. Fällt jetzt überhaupt nicht auf, was ich meine. Das ist ein Bug, ey. Das war vorhin auch schon so voll. Das läuft langsam ab und ich habe immer noch den Verdacht, die Nächte sind länger als der Tag. Also läuft das Ding dann automatisch langsamer. 100%.
Wollen wir uns ein paar Knochen sammeln gehen? Und dann machst du Tor auf und warte 3 Minuten. Okay. Oder dreh dem Tor dann den Rücken zu. Ich mach's Tor auf, ja. Warte bis welche reinlaufen und mach's Tor wieder zu. Ich stell mal die Mopeds ein bisschen aus dem Weg. Da mach ich mir solche Mühe, ne? Ich weiß, aber guck, ich tu sie akkurat zurückstellen. Das ist nur, dass wir ein bisschen Platz haben zum Kämpfen. Weil wenn wir den Kampf zu weit in die Base rein verlagern, wird's ziemlich blöd. So, jetzt kannst du. Wir sind hier. Apropos, ich wollte gerade hier, wir sind Zeugen Jehovas und so, ne? Ich hatte gestern. Wir sind sicher keine Zeugen Jehovas. Ich hatte gestern einen Brief ausgedruckt im Briefkasten, wo drauf steht, wir kommen am Samstag um 14 Uhr und wollen über Jesu Christi reden. Jetzt kündigen sich die Wichser schon an. Die kündigen im Ernst, die kündigen sich jetzt schon per Brief an. Ich hab's leider zerrissen, ich wollte noch ein Foto machen, ich hab's dann zerrissen, weil ich es einfach so lächerlich fand. Sorry, aber das ist ja mal richtig. Also, das ist wirklich einfach nur lächerlich. Definitiv. Ey, jetzt sind hier keine. Bei mir hat noch kein einziges Mal einer geklingelt. Das mag aber daran liegen, dass die Einzimmerwohnung über der Garage hier wahrscheinlich nicht so offensichtlich ist. Obwohl unten da unten drin welche rum. Obwohl bringen sie mal mit. Unten 3 Klingeln sind, also. Oder ich war bisher immer nicht zu Hause, ich weiß es nicht. Oh, meine Flairgangen ist auch weg. Ich wollte doch Flairgangen. Flairgangen, soll ich mal? Ich glaube, jetzt hat mich einer gesehen, ja? Jetzt hat mich einer gesehen. Ja, er lädt mir hinterher. Oh Gott, sind die schnell. Weil du vorhin Ludacris angesprochen hast, ich höre absolut keinen Hip-Hop eigentlich. Das Problem ist nur, jetzt habe ich die ganze Zeit Move, bitch, get out the way im Kopf. Oh, der Schuss. So, mal die Tür zu. Falsch. Du sollst dich nicht einsperren. Ohne uns. Ich habe ihm einen Stein in die Eier geworfen und es sah aus, als hätte es ihm wehgetan. Der ist tot, jetzt komm rein. Mach Tor gleich zu? Jo. Das Tor hätte irgendwie keinen Sinn, wenn wir das einfach immer offen lassen. Wie wäre es kaputt, wenn wir das offen lassen würden? Das ist nicht so cool. Oh. Ich mach Feuer an, warte. Hallo, Feuer. Jetzt. Schmeiß rund. Ah, okay. Das ist einfach grandios. Der ist noch voll mit dem Kopf gegen die Kante gefallen. Weiß nicht, ob irgendjemand diese Idee schon hatte. Sicherlich, aber ich finde sie grandios. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, YouTube hat mehrere Milliarden Videos. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Videos zu The Forest es gibt und in wie vielen verschiedenen Sprachen. Ich habe von The Forest gesehen nur die Videos vom Sarazar. Das, da haben sie auch im Koop gespielt, aber das ist schon. Hättest du die Schädel drehen können, die Hängeschädel? Ja, ja, ich hab's verkackt. Das tut mir leid. Ist klar, gut, ich wollte nur fragen. Ich habe halt im Affekt einfach, cool, weil wenn du. Guck mal, da wo ich jetzt stehe, von der Sichtweise aus sahen in dem Blueprint die Augen halt aus, als wären sie auf meiner Seite. Okay. So, 6 hattest du gesagt, ne? Ja, ich muss gerade gucken, wie viel habe ich jetzt? Ich habe genau 6. 10, ich habe 10. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Craften, anziehen. 1, 2, 3, 4. Oh, okay. Hat sich erledigt. Halt, ich will den Schädel noch. Ich kann keine Schädel mehr tragen. Ich auch nicht. Wieso müssen wir 6 Locks gathern? Achso, die Treppe. Jetzt müssen wir pennen können. Wow. Guck mir nochmal an. Yes. Die Brille unten drunter sieht zwar aus wie Kacke, aber hammergeil. Hammergeil. Yep. So, dann erstmal Lampe aus, pennen. Und ich sehe gerade, da kann ich auch schon wieder einen Cut machen. Heute läuft's irgendwie so schlupp, schlupp, schlupp.